So, hallo Leute, ich bin wieder da. Mit dem nächsten Part von Resident Evil 4 Pistol. Oh, oh. Pistol Only Challenge. Ich hab immer noch normale Pistol. Also, wenn ihr denkt, ich cheate. Nein, was macht ihr nicht? Wenn ich in der Situation bin, wo ich Waffen nutzen muss, also Gegner und so, darf ich das machen. Aber ich muss wahrscheinlich nur mal ein paar Bosse machen müssen. Das habe ich ja schon mal so schon. Hab ich euch vergessen. Habe ich vergessen zu sagen, das Part. Ich habe mich entschieden, ich werde nur diese Piste nutzen. Ich darf nicht die Punisher, Red 9 oder die Black Tail oder die Matilda nutzen, die ich aber nicht mache. Wenn er wirft und die, das Teil noch oder nicht zu euch fliegt, einfach hin. Weil ihr werdet nicht erwischt, nur er. Und wenn das Teil hier liegt und ihr geht nach hier, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, das erwischt euch. Ich glaube, das ist verständlich. Muss immer schon sagen. Blitte. Ich werde auch noch nach, by the way, wenn ihr so macht, ihr haltet und schießt, trifft ihr instant immer auf die Teile. In der Mitte, zumindest von einer bestimmten Nähe aus. Oder auch von der Ferne, ich weiß nicht. Jetzt hat er seine Jacke verloren. Jetzt sieht er viel cooler aus, finde ich. Naja, wir machen noch weiter. Warum habe ich nachgeladen? Ich Edi. Oh, nein. Hm, Weihnachtszeit. Kann man sagen. Ich glaube, ich, wenn ihr das auf einfach durchspielt, kriegt ihr Instant Shotgun. Das sage ich euch nochmal so. Mann, für ein Spiel. Normale Puffy müssten die es finden. Im Haus. Im Dorf. Got it. Ja, vielleicht. Ach, und ich darf die Pistol upgraden. Yeah. Darf ich? Welcome. What are you selling? What are you buying? Come back. Anytime. God, keine Ahnung, was die hat. Auf geht's. Ein Tipp. Genauso benutzt weiter. Dann seht ihr, seht euch an der Arsch, aber wenn ihr genau vor der Tür seid, dann seht ihr, da kommt nur die. Das ist keine Attacke. Ich würde hier jetzt ein bisschen campen. Versucht, könnt ihr das Ding mit aus dem Schießen, was aber übelst schwer ist. Das könnt ihr auch machen. Gut, schon. Was war denn das?
wieder. Schießen und einfach in den Kopf. So ein scheiße Tappen, das ist manchmal mal. Wenn ich gucken, warte, da kommt, bevor ich die Tür aufmache, könnte ich so machen. Manchmal fällt er nicht runter, wenn ihr Pech habt, aber meistens fällt er runter. Okay, scheiße, dann muss ich weg. Oh mein Gott. Scheiße. Was ist das? Das ist kommen, Sir. Ich muss gar nicht erst herkommen. Es gibt noch einen anderen Kick, den ihr auch machen kann. Den rate euch. Ich euch aber nicht zu, weil der macht viel weniger Damage als normal. Weil er schießt in den Kopf und den Groundhog. Ich bin unser Standby-Modus. Standby-Modus, ich hab ausgeschaltet, ey. Lustig, lustig, tralalala. Ach, oh, vor Weihnachten hab ich auch schon mal bekommen gehabt. Ich hab ja heute das gut bekommen. Das ist geil. Du da, ich bin noch hier. Egal. Ihr müsst sie nicht alle killen, ihr könnt auch mit dem abhauen. Rat, Leute, die alles killen. Vor allem nicht dieser Schwierigkeit. Ey, was eine Schwierigkeit. Mann. Wenn der was werfen will, der kommt das hin. Wenn ich jetzt angestimmt werde, dann muss ich nur noch hier gehen.
manchmal kann es sein, dass die hier oben landen, aber dann würde ich nicht runterspringen, sondern einfach in die Fresse schießen und kicken. Mal schießt den ab. Na dann können wir lange besser gehen, dass der letzte ist oder noch gut geht. Na komm, wir kommen. Das war die. Na komm, nur ihr werdet eh nichts anrichten können bei mir. Außer ihr seid sehr schlau und wirft und Schatzen. So wie der sagt. Aber der war zu dumm. Meistens habe ich mir immer, ich hab halt wirklich Glück. Wenn man diese Scheiße machen. Und die wirklich Drecks geht. So, der Level ist down. Der Sack hat. Abschnitt Sack. Und das war's. Ich glaube, ich soll mal das Ei fressen, oder? Nee, komm. Ich krieg ja eh gleich wieder HP. Aber komm, scheiß drauf. Ich werde wahrscheinlich eh nochmal erwischt. Hoffen. Gelbes Grad darf ich benutzen. Das ist eine kleine Regel, die ich eingebaut habe selber. Und ja. Ihr könnt mir auch in die Comments schreiben, was für ein Stand ich als nächstes machen soll. Und ja. Ihr könnt auch schreiben, wie weit ich ungefähr kommen werde, bis ich das erste Mal sterben werde. Und ja. Kann ich nur sagen. Ich kann auch schon so gut wie in- und auswendig. Ein paar Schätze vielleicht nicht, aber scheiß auf die Schätze. Die brauche ich ja nicht wirklich mitzunehmen. Das mieseste, was wir hier eingebaut hat, sind wahrscheinlich so die Quicktime-Events, aber die machen das Spiel viel lustiger. Wenn man Humor hat. Ich will jetzt keinen beleidigen, der keinen Humor hat, kann ich verstehen. Quicktime-Events können schon arsch scheiße nervig sein. Na
Aber ich werde jetzt auch nichts. Also jetzt erstmal nichts mehr spoilern, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Komm du mal her. Nehme ich jetzt ganz schnell kicken. Okay, der ist nicht aber noch. Wenn ihr Glück habt, dann wirft er das so. Der schmeißt es nicht. Schmeißt das nur. Und ja, wenn ihr Glück habt, schmeißt das nur. Aber wenn ihr Pech habt, kann er schon nerven mit seinem Schlag dann nur. Da hat er mich fast auch erwischt. Baby, das ist PSP 60 FPS. Und ja. Ich müsste FPS hier sein. Oh scheiße. Das war scheiße gemacht. So scheiße habe ich auch noch nie gefasst im Spiel. Mario spiel ich besser. Da ist Pistomonen. Ich ganz schnell mit. Money, immer Money. Einmal Pistolenmunition, immer Pistolenmunition. Schasshärfer. Oh nein, 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 nein. Wow! Eigentlich sollte da noch einer mit einer... Nennt man die Teile nochmal? Ich hab genau von den Teilen vergessen. Müll. Ich glaube mit den... diesen Gabeln... Nee, Gabel wird dumm. Pitchfork. Nächstes Mal auf Englisch. Garten. Was mit Gabel? Gabelstapler. Gartenstapler. Ich muss sagen, die Ultimate HD Edition von der PC-Version von Steam finde ich gar nicht mal so HD. Da ist die Version schon am schönsten, muss ich sagen. Wenn ihr Glück habt, findet ihr hier gute Fische. Aber ihr findet ja sowieso nur so welche. Wenn ihr Glück habt und noch nicht volles Inventar habt, dann könnt ihr auch Money einfach. Was sag ich? Money. Fische einfach so mitnehmen. Alle. Scheiß Vieh. Oh, jetzt bist du eingekornert. Was jetzt? Oh, ist er tot. Ehrlich, ist das nicht schön, dass man hier Fische killen darf? Was schon ein bisschen harsch ist, aber ich meine, wir müssen alles machen, um zu überleben. Es wird auch Fische zu killen, um sie zu fressen. Kann ich wirklich keinen Platz mehr machen? Bullshit. Crab. Krabby Patty. Ding, 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 ding. Ich brauche noch einen Platz. Ein scheiß Platz. Mann. Da gibt es irgendeinen Weg, den ich jetzt so machen kann. Ja, kann ich. Ich kann den mitnehmen. Jetzt wäre ich ein bisschen unordentlich, aber scheiße drauf. Ja. Ich werde so viele Schätze zeigen, wie ich kann. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich wirklich alle zeigen kann. So, nun ja, weiter geht's. Ihr müsst die Bärenfallen nicht gerade wirklich killen. Was heißt schon killen? Auslösen. Könnt auch einfach in der Mitte ganz geschickt vorbeigehen.
Jetzt kommt ein Kettensänger, den werde ich wahrscheinlich auch killen müssen. Oder ich könnte auch einfach an den vorbeirennen, aber ich meine, ich weiß nicht. Na, da wird er erscheinen. Genau da und dann. Das war eine grafisch die schönste, muss ich sagen. Ich gebe euch einen Tipp, immer hier lang gehen zu dem Bild und dann könnt ihr da was machen. Wenn ihr durch diese Tür geht, dann kommt es extra Cutscene, der werde ich aber jetzt nicht aktivieren. Weil das aber eine Zeitverschwendung wäre für mich. Der Kettensägen-Typ, der da draußen steht, kann euch von hier nicht hören. Also habt ihr Glück gehabt. Und wenn er euch hört, dann ja, so schnell wie möglich raus da. Schon wirklich noch hier am besten. Solarbrandgranate für die zu nutzen, aber ich habe euch ja schon gesagt. Mendes. Nein. Doch. Oh. Ich weiß, wie ich das mache. Zum Verkauf. War's. Easy. Nicht zu vergessen, wie viel Money habe ich eigentlich noch? Ah, okay, reicht. Nicht zu vergessen, natürlich nach hier gehen und die Brandgranate mitschleppen. Seht ihr, hab jetzt nicht wirklich viel Money verschwendet oder verschossen, nur ein paar Blendgranaten. Und eine Granate. So mache ich es eigentlich immer. Anders wäre ich gestorben. Hab ich keinen Bock drauf. Und ich kann nicht aimen. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber ich meine, ich beschwere mich nicht. Da ist eh nur TMP und so, und andere, die darf ich nicht nehmen. Okay. So. Jetzt mache ich auch wieder eine Pause und bis zum nächsten Part. Pistol Only Challenge. Bye.